Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remax. Ja, wir sind immer noch im Walmart und ja, diese Dame hier, diese etwas exzentrische, gruselige Dame aus dem letzten Part hat uns angeboten, unsere Hände zu massieren, irgendwie sowas. Und ja, mal schauen, wie das. Ich fand das schon irgendwie sehr merkwürdig und was hier. Nicht wild rumgegrapscht. Ich wollte auch nur die Vase da. Ist aber bestimmt noch was. Ne, pass auf. Egal. Ja, gut, dann machen wir halt mal. Ich glaube irgendwie, da gab es mehrere Preise oder so. Hier geht es wieder raus, ne? Ich gucke mich noch mal ein bisschen um, wenn du nichts dagegen hast, ne? Bevor wir weitermachen. Na, wartet hier eine ultimative Waffe oder so? Irgendwo in der Ecke? Nö, alles klar, gut. Ich bin total müde, ich habe kaum geschlafen, habe versucht zu schlafen, ging irgendwie nicht, weil ich mir dachte, komm, nimm's auf, weil beste Voraussetzung, warum denn nicht? Und ja. Und ja. Welches Verwöhnprogramm? Ich habe 10.000 Geld, ich kann mir 3 Massagen ergeben lassen, soweit sind wir gekommen letztes Mal, ne? Und ich würde sagen, wir gehen mal hier auf Premium Massage, weil warum zum Teufel nicht? Dann nimm mal brav auf der Liege Platz, mein Lieber. Cloud! Hast du das Gefühl, das ist wichtig. Halt für eine Massage mehr nehmen. Meine in Zukunft. Die Kundschaft bekommt eine ganz spezielle Behandlung. Erst einmal werde ich deine Hand einen Finger nach dem anderen sanft und zärtlich mit Massageöl einreiben. Was gucke ich mir hier gerade an? Mit den Fingerspitzen an. Komm schon, entspann dich. Ich bin noch ganz vorsichtig. Hat's weh getan? Nein. Als nächstes widme ich mich deinen steifen Knöchelchen. Alles, was sich so angestaut hat, reiben wir ganz sanft weg. Warum denn so schüchtern? Du kannst ruhig alles rauslassen. Als letztes werde ich die Druckpunkte auf deiner Hand ganz zart. Ich fühle mich etwas komisch, während ich mir das anschaue. Aha, dir gefällt's wohl. Klingt jedenfalls so. Ein bisschen zu viel, ja. Fühlt sich diese Stelle gut an? Und wie ist's hier? Oder doch lieber hier? Bitte hör auf. Was zum Teufel? Was ist gerade passiert? Schau gerne mal wieder rein. Ja. Klaus Stärke wurde um 10 erhöht. Komm, irgendwas. Und wie war's? Hm? Bist du okay? Ja. Steuer, Erich. Was ist los? Gar nichts. Mach mir nichts vor. Was hast du mit ihm gemacht? Was ist da hinter diesem Vorhang passiert? Also gut. Ja. Wie in irgendeinem schlechten Porno hier gerade. Ja? Dann lass doch einfach mal eure Bitte hören. Okay. Ich noch mit dir sprechen. Alles in Ordnung? Ja. Ja. Na, bist du sicher? Ja. Okay. Na, warum kann ich sonst nicht auch so mit anderen Charakteren rumlaufen? Ich brauche eine Empfehlung für Don Corneos Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Na, meinetwegen. Wirklich? Sehr gut. Mach schon mal eine. Hast du mit dem Fummel keine Chance? Hä? Wenn ich Corneo ein Landei wie dich serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Hm.
Sieht praktisch und bequem aus. Verstehst du das unter einem Kompliment? Wenn ihr turteln wollt, dann macht das bitte draußen, okay? Entschuldigung, aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneos Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du es bezahlen kannst. Was soll's kosten? 1 Million. Aber wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. Nett wie ich bin, habe ich aber ein Angebot. Hä? In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Und du, Cloud, du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Und wenn du gewinnst, dann mache ich aus deiner Freundin eine Schönheit, die dir den Atem raubt. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? In Ordnung. Guter Junge. Hier, für dich. Die Registrierung hat schon begonnen. Huscht lieber schnell rüber. Na gut. Gehen wir raus. Ich muss raus hier. Da kann ich bei ihr noch irgendwie was machen. Ich hoffe doch sehr, dass ich diese Entscheidung nicht bereue. Ich hoffe, es hat es auch irgendwie gebracht, dass ich das teuerste genommen habe. Was für ein Wettkampf das wohl ist? Wir sind auf dem Ballmarkt. Die sind sicher nicht zimperlich. Denkst du, dass wir gewinnen können? Darum mache ich mir keine Sorgen. Selbstvertrauen ist gut, aber nimm das nicht auf die leichte Schulter. Ich würde ja gerne mal wissen, manche ganzen Sachen ja. In einigen Gebieten in der Karte sind ja irgendwie Leute irgendwie ja mal vorm Rumstehen gewesen, deswegen ja versuche ich irgendwie so spät wie möglich irgendwie mal dahin zu gehen, bevor wir da zu diesem Don Corneo reingehen. Das ist, glaube ich, schon so ein guter Punkt, ne? Oh Gott. Ja, muss ich nicht rein, aber ich will ja mal rein. Ja, diesen Ort kenne ich noch aus dem Original. Eine sehr komische Ecke. Der gesamte Warmarkt hier. So, gibt es ja nichts irgendwie zum Einstecken. Ups. Hey, pass auf. Okay, dann nicht. Na komm, lass mich hier durch. Bitte. Boah. Ja. Alles klar, dann. Was haben wir da noch? Da ist auch noch irgendwie was. Da war ich auch noch nicht drin. Ach, da ist dieses Restaurant, genau. War ja nicht irgendwie jemand am Klo immer gefangen? Oh, Musik. Hi. Kann ich dich stören, während dein Karaoke auftritt? Warte aber immer noch auf meinen ersten Hit. Ist mir in meiner 7-jährigen dornenreichen Karriere nämlich leider noch nicht gelungen. Aber das soll sich mit diesem Song jetzt endlich ändern. Bitte sehr. Eingeflügelter Engel. Der gleich so. Ja, hey. Bin gleich dann irgendwie Sephiroths Thema zu singen. Sephiroth. Nee, Entschuldigung, ich meine Sephiroth. Warum auch immer. Wo ist denn der Klo? Ja, da. Wie im Original, geil. Kann man ja auch die Tür aufmachen. Mir ist bei übel. Ja, jetzt müsste ich den eigentlich so am Rücken massieren, so wie im Pokémon. Hier ist noch eine neue Musik, sehe ich gerade. Oh, mir geht's viel besser. Sie haben das Zerschneider erhalten. Das ist das zweite Lied. Irgendwo hier. Wo? 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 Ich höre Musik. Wo? Hier? Dem Ding? Nee. Wo ist diese Musik, die ich hier gerade höre? Da ist, oben links ist ein Fragezeichen.
weiß nicht wo, aber man muss ja, glaube ich, sowieso irgendwann mal rein, ne? Also na gut, ich komme wieder. Warte mal, da die Karte ist irgendwie was hier, schon auf der anderen Seite hier irgendwo, ne? Lass mich raus. So, ich würde sagen, soll ich noch da hingehen? Ups. Ist so weit. Ja, nein, vergesse ich's und dann, ja, dann sitze ich da und weine, weil ich ein Lied verpasst habe. Was hier? Sind so viele Orte, wo ich noch nicht drin war. Da kann man sich aber zu essen bestellen. Bei uns herrscht freie Platzwahl. Okay. Anscheinend nicht. Wo ich weiß auch gar nicht, was das irgendwie im Original gemacht hat, ob das einen geheilt hat oder so. Aber man konnte sich irgendwie Curry oder so bestellen. So, da, warte mal, das ist echt hier auf der anderen Seite. Ich wusste es, ich bin so gut, ne? Und dann der Rotting Pizza. Der Meat-Gab. Ja, diese Remixe, ich erkenne die gar nicht hier, die aus dem Original. Sie so anders an, die sind alle so modern jetzt. Ich würde die sofort erkennen, wenn die irgendwie im Originalformat wären. Also, ne. So, was? Oh. Guck mal, einer, schau. Ein Schnelltrank. Was ist das denn? Gib mir halt irgendwie Hast oder so. Und ich schneller angreifen kann oder so was. Ja, was macht das denn in dem Spiel hier? Hast du es normalerweise, die ATB leistet 40 schneller, aber ATB ist ja hier was vollkommen anderes, ja. Wenn die ATB leistet sich maximiert hat, dann konntest du erstmal eine irgendwas machen in den Original Final Fantasies. Wir mit kannst ja, weiß ich nicht. Wenn du einen ATB voraus, kannst du Spezialtechniken und also was einsetzen. Na gut. Gehen wir noch mal ins Kolosseum hier, ne? Da. Ja, aber eine neue Waffe und so, ne? Kann man ja mal machen. Was ist denn hier los? Hast du unsere Tickets dabei? So. Ich geh mal mit dir direkt. Der Eingang hier ist nur für Zuschauer. Oh, okay. Hi. Was geht? Du willst jetzt noch mitmachen? Ist ziemlich spät dran. Nächstes Mal bitte pünktlich da sein. Ihr tretet zusammen an? Nein, nur ich trete an. Ich mache auch mit. Die Empfehlung ist schließlich für mich, oder? Ich würde gerne versuchen, sie mir selbst zu verdienen. Na dann, ihr beiden. Das Wartezimmer befindet sich im Keller. Alles klar. Machen wir wieder ein bisschen Action. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, wie man diese blöde Fähigkeit bekommt. Und anscheinend ist das genauso, wie ich mir gedacht habe. Du musst erst Spezialfähigkeit einsetzen und dann musst du ATB auffüllen. Aber ja, das ist irgendwie voll schwer irgendwie umzusetzen. So hatte ich also doch schaut doch schon recht hier, wie das funktioniert. Cloud, bist du aufgeregt? Nein. Ich dachte nur, weil du so wenig redest. Ich konzentriere mich nur. Solltest du auch. Ich tue allgemein nicht viel reden. So. Los, hier geht's lang. Macht schon. Ja, ist auch gut. Midgard, die Stadt, die niemals schläft. In ihrer Mitte ein Funke des Juwel namens Schwalmarkt. Ein Ort des Vergnügens, an dem ihre geheimsten Wünsche in Erfüllung gehen. Und sie haben das wertvollste Kleinod von allen gewählt. Willkommen in Corneos Colosseum. Das gab's aber nicht so im Original. Heute werden sie hier auf dem Wallmarkt Zeugen der spektakulärsten Ereignisse der Welt. Unsere Kämpfe werden ihm den Arsch ertauchen. Der Gewinner kriegt sage und schreibe
Nur wer am Ende noch aufrecht steht, wird mit Ruhm und Reichtümern überall. Erleben Sie blutdurstige Bestien, die es gar nicht erwarten. Die Stimme von dem Typen in Grün passt irgendwie nicht zu dem. Doch wir haben sie genug auf die Folter gespannt. Da bilde ich mir nur ein. Er ist einfach aufgetaucht. Wo sind wir denn hier gelandet? Im Irrenhaus. Awesome. Hi. Oh, hier kann man sich nicht eigentlich. Ja. Schon lange her, seit wir gekämpft haben, glaube ich. Da kaufen Gegenstände. 3. Brauche ich eigentlich alles gar nicht. Megatrank. Ist runter reduziert und so, ne? Also brauche ich nicht. Hey, hier sind neue Sachen, glaube ich. Stimmt, hier so. Ja, brauche ich alles gerade nicht, glaube ich. Ich hoffe es. Bin noch gut gewappnet, glaube ich. Na gut. Johnny? Ach, ihr seid's. Wie siehst du denn aus? Ich brauchte etwas Geld und habe an einem Vorkampf teilgenommen. Naja, das Ergebnis seht ihr ja. Ihr habt ja keine Ahnung, worauf ihr euch hier einlasst. Wenn ich euch einen guten Rat geben darf, ihr solltet besser schnell von hier verschwinden. Achtung, Team Cloud und Aeris. Ihr Match beginnt in Kürze. Bitte kommen Sie zum Eingangstor. Jetzt könnten wir noch davonlaufen. Ach, was? Weht ein rauer Wind hier. Aber echt mal. Ich glaube, du sollst abhauen. Was ist das denn? Das war eine Spende von Corneo. Ein Schluck davon und man ist auf der Stelle wieder fit, heißt es. Hätte ich mir mal genehmigen sollen, dann wäre ich vielleicht nicht so geendet. Wenn ihr wollt, kannst du jetzt immer noch. Gerne euch. Ich müsste es eigentlich trinken, um irgendwie, weiß ich nicht, mein Charakter in die Elder Scrolls Online hier gerecht zu werden. Ja, ich trinke gerne Zeugs, von dem ich keine Ahnung habe, was es ist. Ziemlich klebrig. Ich brauche das aber nicht zu trinken, oder? Ich trinke gerne Sachen, von denen ich nicht weiß, was die sind. Und dann mache ich irgendwo, weiß ich nicht, hinter einer Gasse auf und muss gegen Geister kämpfen. Also so läuft das normalerweise ab. Seid ihr bereit? Ja. Passt auf, dass ihr nicht verreckt da draußen. Darfst du sowas überhaupt sagen? So, jetzt meine ernste Frage, wie kämpft man nochmal? Ich habe schon seit einer Woche nicht mehr gespielt, also. Sie waren naiv genug herzukommen. Sind sie auch stark genug heimzukehren? Arena frei für Cloud und Aeris. Ihr Loser habt keine Chance, verpisst euch, zieht ab! Was gibt denn gleich? Na, warte. Falscher Ort für ein Date. Hey Kleine, zeig mal ein bisschen Frischfleisch, aber zack. Okay, ich bin sauer. Ihr Gegner ist unser allseits beliebter Bestienbändiger. Pferdenkartel, ein weiterer Augenpappe in seinem Futterlepp. Heute gibt sogar Nachtisch. Spitzendes Blut, panische Schreie. Arena frei für den einzig wahren, die unnachahmliche, blutdürstige Bestie! Was? Die Gegner sind Hunde? Ha? Ein Problem damit? Gibt keine Regel, die besagt, dass das verboten ist. Das ist doch ein Grenzenanstieg. Wie viel Fleisch werden diese hungrigen Tiere knabbern? Leute, Augen schließen ist strengstens verboten. Na dann, viertes Match, erste Runde. Ring frei! Oh gut, dann geben wir euch auf die Fresse. Oh Gott, die halten ja so weit aus, ey.
So. Analyse. Bisschen bändiger. So, Feuer. Feuer habe ich, glaube ich. Latsch. Erstmal volle Möhre wieder weggehauen. So, ein Bluthund. Oh nein. Die halten ja sogar was aus. Er ist auch noch nicht mal Dings. Oh, der ist schon gleich tot. Jetzt kannst du mal. Danke. Jetzt auf alle, ne? Ja. So. Au. Na, warte mal, was so noch mal? Eis. Habe ich Eis? Bin gleich tot. Nö. Okay. So, wir tun erstmal unser Überleben sichern. Und klatsch. Der wird geheilt. Ah, ich werde auf dich. Ich bin schon leicht. So. So, der ist schon tot. Ey. Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn das mit diesen Dingen hier machen? Diese eine Fähigkeit hier. Fähigkeit. Das ist schon. Den Namen vergessen. Kampfbericht. So. So. Ah. Die Siegespose von Cloud. Gut. So, wir müssen wieder raus, alles klar. Was sagt sie dazu, hä? In den Wartebereich zurück. Die erste Runde hätten wir überstanden. Hm. Ist was? Die Regeln sind sehr biegsam. Stimmt. Ich hoffe, das bessert sich in der nächsten Runde. Darauf würde ich nicht bauen. Lass uns wachsam bleiben. Ich habe zwar nichts an Dings verloren. Da weiß ich, in einen Kampfbericht habe ich jetzt schon wieder ein bisschen vorangetrieben, aber natürlich ich. Man muss ATB auffüllen. Ach, stehen habe ich jetzt komplett vergessen. Was? Ist aber bestimmt einige andere Sachen jetzt. Nur ein Schwarzreif. Was brauchst du denn hier nicht? Magie Boost, MP Boost, Frost, Luft. Ja. Nehmen wir Stehen aus und wir nehmen. Ja, voneinander. Nee, ich hatte irgendwie so eine Fähigkeit hier. ATB Boost, ne? Ja. Also von ATB Boost. Bei aktivieren mit der Stand der ATB Leiste verdoppelt. Kann ich in kurzer Folge ausgezogen. Abklingzeit 360 Sekunden. Habe ich das schon mal jemals eingesetzt? Ich glaube nicht. So, und du hast mal stehlen hier. Ich habe gar nicht jetzt darauf geachtet irgendwie. Na, stehlen kann man auch gar nicht hochleveln, sehe ich gerade. Effizientes Blocken. Tu mal einfach das hier. Ich habe jetzt auch gar nicht darauf geachtet, ob der jetzt irgendwie was zum Clown hat oder so. Bestienbändiger. Wo ist er? Aber man kann die Kapitel ja sowieso noch mal neu spielen, ne? Also, so habe ich das jedenfalls verstanden. Irgendwann hat das irgendwann mal jemand gesagt hier im Spiel, glaube ich. Achtung, Team Cloud und Aris. Ihr Match beginnt in Kürze. Das Blumen? Bitte kommen Sie zum Eingangstor. Ja, ich tue erst mal chillen.
Ja. Okay, hier sind Blumen, sind die an uns gerichtet? Egal, ich mag keine Blumen. Na gut, weiter geht's. Da habt ihr ja noch mal Glück gehabt, aber das wird euch in der nächsten Runde nicht mehr helfen. Ach, geh weg. Seid ihr bereit? Na dann, Hals und Bein. Schon Halbfinale. Und weiter geht's. Der zweite Kampf im Halbfinale. Deine Stimme passt echt nicht irgendwie zu deinem Körper. Was fällt euch eigentlich ein? Ich bitte um etwas Beifall für Klautenell. Verpisst euch dahin, wo ihr herkommt, ihr Tröten. Wegen euch habe ich unseren verloren. Ja, los, los! Ihre Gegner, ein paar Funkkerle aus dem Ödland, die mit diebischer Freude dabei sind. Mit Fingern so lang wie die Gesichter ihrer bemitleidenschierten Opfer. Also, lassen Sie Ihre Wertgegenstände von jetzt an besser nicht mehr aus den Augen. Einen herzlichen Applaus für Beck und seine rabiat ruchlose Gang! Ja, einen Moment mal. Nicht diese Trottel. Hey, alte Bekannte! Sag schön hallo! Oh, wie praktisch! Muss heute wohl unser Glückstag sein! Ja. Jetzt kriegt ihr euer Beck für die Sache von Leuten weg! Mutig sind die doch gar nicht. Hole los! Mein Gott! Halt einfach dein Maul! Was soll das? Mein lieber Jolly, was hat das denn zu bedeuten? Sieht so aus, als hätten sich die Schlümpfe ja noch knapp mit 8 Leuten angemeldet. Was? Wie gemein. Tut mir ja wirklich leid, aber in dieser Arena zählt nur ein. Und zwar das, was Dr. Corneo sagt. Habt ihr kapiert? Ja! Ja! Abgesegnet, Leute! Ich geb's auf. Jetzt wird sich zeigen, ob mehr Leute auf die Fresse zu geben. Wird sich eine schöne Schlägerei. Dieser Kampf wird grandios. Nicht weggucken, sonst entgeht Ihnen was. Freuen Sie sich auf Runde 2 im Halbfinale. Na gut, wer von euch mache ich denn als erstes fertig, ne? Bonk. Na, so, wer von euch wurde denn noch nicht analysiert? Das ist mal eine gute Frage, ne? So, die muss ich alle noch mal, nee. Doch. Don Corneos Handlanger. Und die drei habe ich ja schon, ne? Okay, habe ich alle, ne? Ja, gut. Dann geht's mal los. Ich gehe mal hier durch. Komm mal den da. Du hast mir gerade Geld geklaut. Ja, ich glaube, ich spinne. Iris. Oh, jetzt kommen die wieder alle mit sowas, ey. Na gut, komm her. Na okay, vielleicht doch ein bisschen schwierig hier. Ein ganz klein bisschen schwierig. So, du heil mal beide. Ich habe gar keine Zeit, die zu schocken, ey. Na. Und ich stieß mal hier durch, aber ich krieg mein Geld hier gleich wieder zurück, ey, sonst knallt ja gleich eine. Ich mach mal ATB Boost. Okay, so, noch mal, wenn es geht, bitte. Bis die geschockt sind, ne? Da kriegt das doch gar nicht hin, ey. So.
In die Fresse. Das ist ja unglaublich! Ein weiteres Mal haben sie triumphiert. Ja, Eris hat ja auch die gleiche. Wie? Die gleiche Siegespose wie im Original. Okay, da war ja ein bisschen härter, aber immer noch nicht so schwierig. Gar nicht schlecht, der Junge. Was hast du erwartet? Ich habe ihn schließlich massiert. Und außerdem, mein Freund, sind seine Hände das Morden gewohnt. Dann ist er ja hier in bester Gesellschaft. Jedenfalls sind wir beide im Finale. Wetten wir? Oh, du änderst dich wohl nie. Irgendwann verbrennst du dir noch die Finger. Na und? Dann reibst du sie mir halt einfach wieder gesund. So weit lasse ich mich nicht nochmal herab. Sag mal, Anjan, der Typ da ist richtig schnuckelig, oder? Total. Was? Jetzt sind wir im Finale. Ja. Du siehst nicht besonders glücklich aus. Das wird wieder ein unfairer Kampf. Ja, aber nur noch ein einziger Kampf, Cloud. Dann haben wir es geschafft. Ja, das war gut. Ich tue mal hier ein bisschen schlaxen und dann würde ich sagen, können wir auch den Part beenden, ne? Ich habe ein bisschen Materie hochgelevelt, da können wir uns auch mal kurz anschauen. Und ja. Team Cloud und Aris, das Finale beginnt in Kürze. Ja. Lupf. Bitte begeben Sie sich zum Eingangstor. Das sind ja keine Blumen mehr. So waren die nicht an uns gerichtet. Materia, ich habe es natürlich nicht so mitbekommen. Heilen ist kurz davor. Sehr geil. Oh, Analyse hat sich, habe ich komplett gelevelt, das ist gut. Dann hat sie jetzt irgendwie nicht so gebracht. Ich habe irgendwie nichts gemerkt, also ja, kann es ja nicht so gut gewesen sein. So, was habe ich denn jetzt gerade noch mal? Oh Gott, stehen, ne? Komm, hab ich jetzt doch wieder reingepackt. Gut, dann würde ich sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Kolosseum hier. Und ja, dann gucken wir mal, wer als nächstes kommt, wem wir auf, als nächstes auf die Mütze geben müssen. Und ja, dann kommen wir hoffentlich in Don Corneos kleinen Palästchen hier rein. Ne? Gut, ich würde dann sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.